So, werte Geist und Geisterin, waha, Jumpscare zum Partanfang, ne, fast vergessen. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play WoW Legion Hexen Meister 100 bis 110, mittlerweile 101, nur noch 9 Level, haha. Ja. Malfurion, der gute Erzdruide, Herr Sturmgrim, Bruder von Illidan höchstpersönlich, hat beschlossen, Rache zu üben für seinen Meister Cenarius, der dem smaragdgrünen Albtraum unter Xavius anheimgefallen ist. Und wir sind mit dem Aspekt der Träume, Isera, ihr Schwester von Alexstrasza und einer der großen Drachenaspekte, unterwegs, um diesen verdorbenen Schrein hier, um diesen Hain, kein Schrein, sondern Hain, nicht Hain blöd, Hain, zu läutern und haben Luftunterstützung von ihr, um jetzt hier eben zu schauen, dass Xavius zum Beispiel... Xavius ist nun der Meister dieses Waldes. Betretet ihn und ihr gebt euch dem Albtraum hin. Ja, wir sehen, die Druiden sind auch jetzt so weit verdorben, mein dass sie... Leben. Für Xavius. Ja, das Ganze hier auch versuchen zu verderben. Problem ist, wir haben hier so eine schöne Luftunterstützung von Isera. Aber wir kriegen ja gar nicht so viele Mobs. Eins von 50. Toll, so eine geile Fähigkeit und die Mobs stehen hier so weit auseinander. Es werden noch bessere Möglichkeiten kommen. Also wir werden jetzt hier nicht 50 mal drücken müssen. Mein das Leben wage ich zu bezweifeln. Xavius. Und wir können ihn ja auch reinziehen. Ich weiß gerade nicht, ob es Sinn macht, den Typen zu verfolgen. Brauchen wir das? Nee, wir sollen nur verdorbene Pflanzen töten. Ja, kommt schön ins Zentrum. Boom, Isera. Jawoll, Digga. Ein bisschen Demokratie in eure Fratzen hier. Zack, wunderbar. USA-Style, ne? Wundertolle Sache. Und bam, der nächste. Da oben geht's schon. Warum stirbt der denn nicht hier? Oleander. Was war denn Oleander? Ollivander hieß er. Oder von Harry Potter? Oh. Ich muss zugeben, Harry Potter gucke ich sehr gerne mal öfter so im Hintergrund. Die Musik, sobald die geht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Harry Potter ist auch mal so ein bisschen so Chill-Out-Film irgendwie. Oder Harry Potter? Wenn ich dran denke, wenn Weihnachten ist, schön draußen, arschkalt. Ja. Schön irgendwie. Weiß ich nicht, ich trinke auch keinen Kakao oder so, aber einen schönen Glühwein oder so, ja, draußen schneit, bisschen Harry Potter, allein die Mucke, stelle ich mir sehr chillt gerade vor, ja, Harry Potter verbinde ich immer mit Chill-Out, keine Ahnung warum, verbinde vermutlich sabbernde dreiköpfige Hunde und Quidditch-Armbrüche mit Chill-Out, wer weiß, aber... Ja, letztendlich verbinden wir mit Harry Potter doch hoffentlich alle Cold Mirror, oder? Oder? Ich hoffe es. Ich habe immer Angst, wenn jemand in meinem Alter ist und nicht ein Zitat aus Harry Potter und ein Stein oder Plastikpokal oder was er eh nicht alles drauf hat. Ist immer gruselig. So, können wir dich angreifen? Ihr seid chancenlos gegen mich. Okay, Herr Düsterholz hat keinen Bock auf uns. Was mich jetzt interessiert, ist das zufällig der Boss, wenn wir ihn hier nicht kriegen? Nichts. Nee, ist er nicht. Okay, er ist einfach nur einer, der hier quasi dabei ist, fleißig das Land zu verderben. Düsterholz hat sich in eine nahe Höhle geflüchtet. Ah ja. Folgt ihm und setzt ihm ein Ende. Okay, das erklärt, warum er nicht der Boss sein kann. Der Sack denkt sich, wir können uns nicht mit ihm messen. Ne, dabei flüchtet er sich hier in eine Höhle und wir kommen natürlich ganz easy darunter. So, Wingardium Leviosa, würde ich jetzt sagen, aber ich sag mal lieber siechende Verdammnis, Digga. So, das reimt sich nicht, das ist scheißegal, das macht vor allem Schaden. Und darum geht's hier. So, Seelendieb in seine Fratze, wir haben unsere Seelen auch gesammelt. Seht ihr hier, Sense der Totenwinde, Schaden um 10% erhöht. Boah, und aber instabiles Gebrechen läuft aber schnell aus, Freunde. Holla, die Fee, ja, muss reichen. Waldfee oder so ist hier absolut unpassend momentan. Nein! War das knapp. Hui, war das aber knapp. Hat keiner gesehen, ne? Fast ausgelaufen, missgeklickt, ne? Der Moment, in dem man vergisst, auf wo die Taste 4 und wo die Taste 3 liegt auf seiner Maus. Es sind logischerweise Tasten, die völlig weit auseinander liegen. Absolut logisch. So, mehr Seelen für die Sense. Komm, gimme, gimme. Geht das jetzt gar nicht, solange die Fähigkeit läuft? Geht gar nicht. Mächtiger Zauber ist bereits aktiv. Okay, ja, macht Sinn, ne? Macht Sinn. So, du bleibst da als Geist stehen. Haha, blöd gelaufen für ihn, ne? Blöd gelaufen. Ist das mit Raid-Bossen dann auch so? Das wäre interessant. Können wir interessante Selfies mitmachen, ne? Hier, Gul'dan, ich hab dich getötet und mach noch ein Selfie mit deinem Geist. Die ultimative Demütigung. Am besten noch mit so einem Selfie-Stick, ne? Das ist da, das wäre meine persönliche Demütigung. Wenn du irgendwie von Hipstern erstochen wirst und dann machen die einen Hipster-Drecks-Selfie-Stick-Selfie am besten, oder mit so einem, gibt ja mittlerweile Schuhe mit Handyhalterung vorne, ne? Damit man dann so, weiß ich nicht, sich selber unter einen Rock fotografieren kann. Ich kann es doch nicht sagen, was die Scheiße soll, Freunde, aber sie existiert. Und damit dann noch ein Foto mit eurem Geist machen. Das ist ja, und ihre Artefaktwaffe ist dann das Handy, da wird da reingespeichert. Ne? Oh mein Gott, Freunde. Die Zeit wird kommen, das ist der Witz. Die Zeit wird kommen, da haben wir alle USB-Slots im Nacken und dann wird da immer nur, dann wird man im Real Life gehackt von irgendwelchen Verbrechern, die euch bewusstlos schlagen, ne? Und so Flirtsätze sagen, wie riecht dieser Lappen für dich nach Chloroform? Ne? Dann liegt er im Boden und zack, laden die euer Gehirn einmal runter und weg seid ihr. Warum kommen mir jetzt eigentlich so viele Asimobs an, wenn ich nur mal noch mit Isera reden will?
Das kann mir auch keiner sagen. Freunde, es kommt jetzt der Sequenz, Lore und sprachlich Dialog vertonte Großteil von Valshara auf uns zu. Es kann sein, dass, und das macht Blizzard nicht selbst, aber Firmen, die damit drin hängen, die da vielleicht einfach eine Seite für eine Geige in dem Soundtrack gesponsert haben oder so, Probleme damit haben auf YouTube. Dann sind das alles keine Assi-Firmen, das muss man sagen. Das heißt, sie striken das nicht gleich weg oder was auch immer. Aber die sperren das oder was weiß ich nicht. Denen gefällt das nicht. Und da muss man dann natürlich so sein, dass man, oder ich bin da dann auch gerne so, dass ich sage, gut, okay, sehe ich ein, finde ich schade. Aber letztendlich will ich sagen, die Quintessenz von dem ist, dass es sein kann, dass die Sequenzen nicht vollständig oder nicht durchgängig oder nicht jede gezeigt werden kann. Wenn das der Fall ist, mache ich einen Cut. Verlinke euch dann in der Mitte des Bildschirms, wenn ich sie finde, die Sequenz auf YouTube. Muss nicht sein, kann sein. Dann nur nicht wundern. So, auf alte Freunde, ja, auf den ganz normalen Wahnsinn im Zweifelsfall auch. Fußlappen des Nachttals. Wir können beides brauchen, ne? Wir können eigentlich beides brauchen. Wir nehmen mal die Schultern, weil ich hoffe, dass sie cool aus... Oh, richtige Wahl. Richtige Wahl. Wir gucken mal. Ich hoffe, die sehen cool aus. Ba, 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 ba. Warum sehen wir denn... Warum ist das denn golden? Das hat ein Gold mit Hexenmeistern zu tun. Gut, da ist ein roter Knopf drauf. Geil, aber das ist, ich meine, das passt jetzt zur Artefaktwaffe, ne? Aber das ist doch, finde ich sehr, sehr komisch. Aber gut, sucht mal Furion. Wir kriegen ein Totem des Verderbers und die Zeit drängt. Ja, eilt euch, Hobbits, sagt sie uns noch. Machen wir uns mal auf den Weg mit unserer Tee-Einladung. Ist das Prinzessin-Party, war das sogar, ne? Ja, das ist bestimmt von Eric Cartman höchstpersönlich die Einladung. Neue South Park-Folge ist auch draußen, Freunde. Southpark.de, die neuen Folgen, großartig. Alles mit drinne. Super, super geil. Lohnt sich mega. Und wir sehen mal Furion. Ja, hat verkackt. Sagen, was es ist. Xavius, wir sind da. Und tolle Aktion von uns. Und auch Isera startet einen Frontalangriff. Ob das so clever ist. Falls jemand nicht mitbekommen hat, die Antwort ist nein. Der Sturz eines der größten Verbündeten, die wir aus dem Hut zaubern konnten. Binnen weniger Sekunden Malfurion weiterhin entführt und Isera, die Mutter der Träume, verdorben. Tyranne Wisperwind ist angekommen, Frau von Malfurion, Anführerin der Nachtelfen und Hohepriesterin von Elun, der Mondgöttin, die hier auch noch eine Rolle zu spielen hat. Ja, das, was Xavius da in roter Form quasi in Isera geschleudert hat, das war nicht der Speer aus dem letzten Hobbit-Film, der Drachenschuppen durchdringen kann, hat aber ähnliche Eigenschaften. Das war die Träne der Elun, eigentlich blau, weil Träne manifestierter Kristall, in dem Fall jetzt rot, weil er es wirklich geschafft hat, dieses Titanrelikt zu verderben. Und das Ding hat so eine Macht, um einen der großen Aspekte von den Titanen, von unseren Göttern, die uns und unsere Welt geschaffen haben, um die Relikte von diesen mächtigen Wesen quasi, so viel Macht hat er, die zu verderben. Und das wiederum ist so mächtig, um einen dieser Aspekte quasi wegzuballern. Ja, beides so gesehen Schöpfungen der Titanen, das Relikt oder von den Göttern, ja, das Relikt und die Aspekte aufeinander geprallt und verdorben worden. Ich sag mal, man könnte jetzt sagen, wir sind gearscht, wäre aber maßlos untertrieben. Ja, also ganz, 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 ganz beschissene Situation, in der wir uns hier gerade befinden. Tyrande! Worauf warten wir? Mein Gatte Malfurion, was ist aus ihm geworden? Antwortet, ja, hast du die Sequenz nicht gesehen? Oder was, haben sie echt rausgeschnitten? Musste ich rausschneiden? Unglaublich. Frechheit, Frechheit, Frechheit. Ja, wir nehmen Artefaktmacht. Bam! Nice, erstmal aufladen hier, Malfurion kommt später. Malfurion, mein Geliebter, ich sah ihn in einer Vision. Wir werden ein bisschen jetzt Questlogs angucken, Freunde, weil ich das A selber noch nicht ganz geschafft habe. Ups. Und zum anderen, weil ich es wichtig finde, weil das ein ziemlich wichtiger Lore-Teil ist. Nicht alles, wie überfliegen vielleicht auch, aber... er war zornig, dann litt er plötzlich Qualen und nun kann mein Geist sie nicht mehr erreichen. Ork, ich weiß, wir haben wenig Grund, einander zu vertrauen, doch ich werde eure Hilfe nicht ablehnen. Wenn euch die Unantastbarkeit dieser Welt etwas bedeutet, werdet ihr mich
begleiten. Und das scheint ein anderer Questdialog zu sein, als ihr dein Allianzspieler bekommen hätte, denn tatsächlich liegen Horde und Allianz ja doch noch so ein bisschen im Clinch. Ja, ganz klar. Und ihr seht, wir haben auch keine Chance, hier so ein bisschen irgendwie auf Diplomat zu machen, ne? Denn Kampf, Kampf, Kampf. Verderbnis, Verderbnis, Verderbnis und so weiter. Tyrande, wir sprechen mit ihr bei der Sternensang-Flug, der Zuflucht, da ist der nächste Flugpunkt, so sieht's nämlich aus. Und da reiten wir mal hin. Da unten haben wir Greldaat, die ist in der Höhle, okay. Oh, hier kommen wir nicht kampflos rum. Ah, ich muss pullen. Aha, ich bin ein Pullermann. Bin ein kleiner Pullermann mit einem großen Pullermann. Macht Sinn, oder? Schönes, schönes Lied. Ah, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. JBB, easy in der Tasche. VBT auch noch alles. Easy Rap am Mittwoch auch. Bam. Easy win. So. Freunde, wir ändern erstmal unseren Gastwirt bei Feolas. Ich finde, das ist gar nichts für die europäische Zunge. Oder guckt euch doch mal diese Reihenfolge an hier. Diese Vokalreihenfolge. A, E, O. Das geht gar nicht. Da sagen selbst Kreuzworträtsel-Experten jetzt A, E, O. Ja, und dann fallen sie nach hinten irgendwie aus ihrem Rentner-Klapperstuhl hier. Wie heißt die? Schaukelstuhl, ne? Und werfen die Gala und die Bunte gleichzeitig aus dem Fenster bei so einer Kombination, ne? Unlösbar. Interessant, die Nachtelfen, ne? Uah. Aber man kann über Dämonen sagen, was man will. Also Zahnpflege, können sie. Ne? Der Kiefer hat zwar ein bisschen was vom Drachenlord, aber Zahnpflege können sie. Nippelfliege auch, ne? Nicht ein Herrchen. Nice. So, geändert. Betet, dass mein Mann all das hier lebend übersteht. Oh, ja, den Zorn von Tyrande, den will man nicht haben, ne? Manch Hotzspieler weiß, wovon ich rede. So, wir haben Quest. Die dunkle Seite des Mondes. Beschützt Tyrande, während sie am uralten Mondbrunnen ihre Wache hält. Mondbrunnen immer so ein bisschen, ja, Schreine quasi, die Nachtelfen mit spiritueller Macht erfüllen, wie so ein Totempfahl bei Indianern und so weiter. Wo man tanzt, wo man betet, wo man Spaß hat, wo man... Ja, ich sag's lieber nicht. Das würde irgendwie eure Vorstellung von dem heiligen Ort vermutlich sprengen, so wie jetzt die Gedanken. So, tötet 15 Wurmkrallenharpien. Ja, hier sind die ersten Flüchtlinge natürlich. Man muss sich natürlich vorstellen, dass das hier eigentlich schön war. Ja, so wie die ganze Region, wo wir die ganze Zeit waren. Und da unten sind jetzt eben normale Häuschen, völlig überwuchert, hier der Boden aufgebrochen. Und die Verderbnis hält hier eben Einzug. Und das hier sind eben Flüchtlinge quasi, die hier selbst als, oder mit dem Titel Heilerin eben nichts tun können, als ihre Häuser zu verlassen und abzuhauen. Und wir können jetzt natürlich versuchen, die Hilfe für die Völkchen hier, die hier sich versammelt haben und überlebt haben, den Angriff der heimischen Flora und Fauna, können wir natürlich mit der Hilfe für Tyrande und Malfurion kombinieren und machen das auch. Ich würde sagen, im nächsten Part, denn das zieht sich da unten ein bisschen. Das ist keine anschauliche, extrem kleine Zone. Deswegen werden wir im nächsten Part viel Spaß haben, noch in diesem verdorbenen Teil. Und ich glaube auch noch in den nächsten, denn das wird natürlich nicht einfach, jetzt hier die Oberhand zu behalten. In diesem Sinne, Freunde, sehen wir uns im nächsten Part, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Tschau.